Da sind wir wieder mit Let's Play Super Mario Sunshine. Es geht weiter mit 8 roten Münzen beim Pappus Fest. Das ist das 8. und damit letzte Kapitel in diesem Spiel. Das letzte 8. Kapitel, das letzte Kapitel insgesamt. Joa. Da sind sie nämlich alle wieder glücklich. Und jetzt gibt es hier gleich nochmal 2 blaue Münzen. Dann werden wir uns hier unten eine holen. So, hier gibt es eine rote. Also die roten Münzen, kann man sagen, sind 100% verstreut. Da kann man sich echt sicher sein. Hier ist nämlich noch eine blaue Münze. Die darf man nicht vergessen. So, ich muss gerade überlegen, wo die ganzen roten Münzen sind. Das ist jetzt eher das Problem. Moment. Ich werde erstmal hier zu diesen Pilzen fliegen. So. Diese ganzen Vergitterungen da oben brauchen uns nicht zu interessieren. Das sind viel mehr, als man eigentlich braucht. Und man kann hier die Hälfte der Welt eigentlich auslassen, quasi. Das ist weit, aber es geht. Zack, es geht hier mehr oder weniger alles. Damit kommen wir auch hier hoch. So. Gut, eine von 8. Ich meine, eine weitere wissen wir ja noch aus dem letzten Part, wo wir die geheime Insignie geholt haben. Moment, hier gab es noch eine. Auf einem der Palmblätter. Oder zumindest war es auf einer Palme. Ich glaube, die Palme war hier. So sieht's aus. Zack. 2 von 8 roten Münzen. Na so. Tut mir leid, dass ich hier ein bisschen räusper mache. Muss jetzt gerade sein. Haben wir hier die 3. rote Münze. Für die 4. gibt es hier gleich geschenkt wieder. Moment, bevor ich es vergesse jetzt hier, wird die fiese blaue Münze geholt. Dann wird er reinsprühen in dieses Gitter, wo in den Nachtleveln das Wasser rauskommt. Ich weiß nicht, ob man es nur in diesem Kapitel machen kann, aber man kann es auf jeden Fall nur bei Tag machen, habe ich das Gefühl. Weil in einem Nachtlevel, Kapitel 5, ging es ja nicht. Und hier gibt es eine Stelle, wo keine Frucht hängt, und da gibt es eine rote Münze dann. Dafür. Und hier gibt es noch eine rote Münze. Eine weitere gibt es hier gleich geschenkt. Beziehungsweise sie ist böse. So. Aber die Bienen haben uns nicht erwischt. Das heißt, es ist alles gut. Alles ist gut, solange du willst. Die Zeit wird gefällig im Bild. 1, 2, 3, wow. So. 6 rote Münzen. Eine fällt mir noch ein. Und die andere habe ich auch im Kopf. Gut, wir haben sie alle, würde ich sagen. Hier haben wir noch irgendwo eine rote Münze. Ziemlich böse eigentlich. Was? Es geht. So, denn hier ist sie. Das ist ziemlich böse versteckt. Das ist eigentlich die böseste rote Münze, wenn man es genau nimmt. Aber es geht eigentlich. Da müssen wir eben abspringen. Oh, die Mission hätte ich ja sogar noch im letzten Part machen können, weil die geht ja eigentlich sehr schnell von der Hand, kann man sagen. So. Und den hier. Ja, also ganz einfach. Easy, easy going, easy peasy. So. Wenn wir jetzt die Raketen diese holen. Da ist noch ein blauer Vogel. Das ist mies. Jetzt kann ich. Jetzt, da ist gut, dass ich das jetzt gesehen habe. Fliegt hier weg und ich. Die Dreckwegkiste nervt jetzt hier ein bisschen. Tut mir leid an alle, die Vögel mögen. Ich mag auch Vögel, aber das muss jetzt einfach sein. Scheiße, ja, wo ist die jetzt? Gut, das ist jetzt blöd, dass ich jetzt hier nochmal runterspringen musste von da oben. Das geht jetzt nicht anders. Zack. Hier rauf. Und dann müssen wir wieder den ganzen Berg, beziehungsweise das ist ja eigentlich auch eine Palme, nur eine riesige Palme. Die müssen wir eben hinaufsteigen. Wieder zu der Raketendüse und dann
wären wir damit auch schon wieder bereit für die letzte rote Münze. Ich gucke jetzt gerade, wie viele blaue Münzen wir jetzt haben. 26. Oh je, das wird noch lustig mit den blauen Münzen hier. Wie das lustig wird. So. Und... Okay, ich werde jetzt hier nochmal einmal gemobbt, aber das ist nicht schlimm. Wir sind fast fertig mit dem Spiel. Dann kann ich meinetwegen nochmal gemobbt werden. Da ist nichts verkehrt dran und bei und so. Gut. Die Sache, das funktioniert jetzt so wie das... Wow, ich wollte gerade sagen, schon wieder. Dankeschön. Und damit hätten wir die letzte rote Münze. Und damit auch die letzte Insignie, die man durch eine Welt bekommen kann. Bams! Beziehungsweise quasi. Ja, eigentlich... Ja. Mau, mau, mau. Hier, der langen Münzspur folgen. Ja, das ist jetzt das einzigste Böse. Die Insignie ist nämlich... Dort hinten, die Schwebedüse haben wir nicht mehr, weil wir ja die Raketendüse brauchten, um auf die große Palme zu kommen. Alter, das ist doch jetzt nicht wahr! Hm. Das wird jetzt einen kleinen Moment dauern, bis hier wieder so eine Polle kommt, denke ich. Bin doch einfach dran, dankeschön. So. Und jetzt geht's ab. Und jetzt wird's gefährlich. Man soll das hier nicht unterschätzen. Man denkt jetzt vielleicht schon mal an wer unter der Wolke. Aber das sind wir nicht. Über der Wolke, aber das sind wir nicht. Jetzt. Ist alles gut. Und damit haben wir die Insignie Nummer 93. Hihi. Und damit werden wir die große Suche nach den blauen Münzen starten. Da sind wir wieder in Monte Bianco, der ersten Welt dieses Spiels. Hier haben wir noch etwas, ja, ein bisschen was noch nicht geholt. Das liegt vor allem daran, ja, dass wir Yoshi damals noch nicht haben konnten. Deswegen mussten wir ein paar blauen Münzen schon mal verschieben und die anderen sind einfach, weil ich sie nicht gesucht und gefunden habe und so. Und jetzt habe ich gar nicht geguckt, welche Frucht Yoshi haben will. Lass mich raten. Ananas. Nehmen wir Ananas, komm. Aua. Bösen Buben. Die bösen Buben, ja. Die bösen Ruben. Ja, die bösen Rubens, ja. So. Ich denke mal, er kann darüber, wenn... Ja, okay, er kann über sein, wenn er eine Frucht in der Hand hat, die so groß ist wie sein Kopf. Aber das ist ja logisch, oder? Also ich finde schon, doch. Doch, doch, also eigentlich ist es logisch, ja doch. Ehrlich jetzt. So, er will Banane. Cool. Du bist ein Scheißvieh. Wieso willst du keine Ananas? Ehrlich, er muss ja mal nicht so wählerisch sein. Bitte selber ein sehr wählerisches Mensch, genau. Ein wählerischer Mensch, was Essen angeht, aber trotzdem. Man muss es nicht übertreiben, Yoshi. Man muss nicht den großen Stu nachmachen. So. Wusch, wusch. Wow. Alter, komm. Komm schon! Gut so. Gut. Dann haben wir Yoshi damit jetzt schon so gut wie gefüttert, würde ich fast sagen. Yoshi, ich bin Kind von dir. Oder so. Gibt noch unsere liebe Ananas rum. Können wir sich mal füttern, damit wir gelb werden. Okay, gut. Wir eigentlich aufpassen, weil Yoshi kann ja nicht über die Seile steigen. Wir können es aber auch einfach so machen. Dann passiert ihm auch nichts, dem Kleinen.
So. Denn wir müssen... Stirb. Denn nun müssen wir... wieder die Nester abspritzen, wie im letzten Part in Plaza de la Palma. Spritzen sie die Stöcke. Und dann einfach alle futtern. Wow. Warum hängt die Binan Yoshi? The fuck. Wieso gibt's hier nur ein Leben? Wollt ihr mich verarschen? Moment. Wollt ihr mich verarschen? Wieso gibt's jetzt nur ein Leben? Ich denke ja wohl, mein Schwein pfeift. Jo, es pfeift schon, ne? Pfeift schon. Aber, okay, ich glaube, es sind doch viel mehr Bienen dieses Mal. Was beim anderen wahrscheinlich jetzt eine Ausnahme ist, dass es da ein Leben für gab. So, hier gibt es aber eine blaue Münze für. Wie viele blaue Münzen haben wir in dieser 26? Damn, shit. Gut, da muss ich jetzt überlegen, wo können noch blaue Münzen sein? Das ist jetzt ein Problem. Beziehungsweise, das ist das Problem schlechthin, könnte man sagen. Genau, bei den Schmetterlingen gibt es noch einen. Okay, es wird ja wohl irgendeinen blauen Schmetterling geben. Blauer Schmetterling, da ist er doch. Blauer Schmetterling. Blauer Schmetterling ist lieb und will jetzt sterben. Blauer Schmetterling will sterben, dankeschön. Gut, ich habe trotzdem keine Ahnung, wo die anderen blauen Münzen sein sollen. Also, beim besten Willen nicht. Wenn man alle grün ist, dann kriegt man einfach nochmal ein Leben hier geschenkt. Na komm schon. Da muss ich jetzt mal ein bisschen überlegen. Wo kann denn... Vielleicht mit Yoshi nochmal hier reinspritzen? Ich weiß, es gab ja schon eine mit nur Wasser reinspritzen. Vielleicht mit Yoshi nochmal? Ist irgendwie special? Nee, ist es nicht. Scheiße. Okay, ich habe fett krass keine Ahnung. Merke ich. Moment. Eine weiß ich noch. Eine weiß ich noch. Die habe ich noch nicht geholt. Ich hätte sie schon längst holen können. Irgendwie war ich zu faul anscheinend. Oder ich wollte sie nachholen, aber hab's dann noch nicht gemacht. Und hier gibt es noch einen blauen... Ja, einen blauen Vogel. Ich muss schon wieder einen Vogel töten, verdammt. Shit. Ich will eigentlich nicht töten. Meine Freundin mag es nicht, wenn ich Vögel töte. So. Da ist sie doch. Komm, komm, gib her. Digga, gib her. Digga, ist wild. So, wie viel haben wir jetzt noch? 28, gell? Ja, 28. Wo sind die anderen blauen Münzen? Ich weiß es nicht. Shit. Fetter Shit. Da! Da. Das ist mies. Dass hier nochmal einer versteckt ist. Cool, dass du mich gerettet hast. Vielen Dank. Dankeschön für die blaue Münze. Also das Danke ist also stets meinerseits. Oder ich muss Danke sagen. Nicht zu danken. Ich hab zu danken. So. Okay, die letzte blaue Münze weiß ich jetzt nicht, wo die ist. Das wird jetzt auch schwer, wenn noch eine blaue Münze fehlt, die zu finden. Viele böse blaue Münzen, aber die habe ich, glaube ich, schon alle. Kann natürlich sein, dass hier im Wasser noch eine blaue Münze liegt, irgendwo. Sogar sehr gut sein, aber ich glaube eigentlich eher nicht daran. Also ich glaube nicht daran. Das ist eine blaue Münze. Okay, Leute, wir haben alle blauen Münzen in der ersten Welt gefunden. Ah, Moment! Die blaue Münze wurde mir geschrieben. Ich erinnere mich. Die blaue Münze wurde mir geschrieben. Ziemlich am Anfang des Let's Plays. Dass da noch eine blaue Münze war. Da habe ich gemeint, ja, ich hole sie nach und so. Und dann habe ich es vergessen. Das ist natürlich Pech. Das kann man natürlich großes Pech nennen. Und jetzt gibt es noch die blauen Münzen in der dritten Welt. Playa del Sol, der Strand der Sonne. Go! Und es laggt. Ich glaube, ich muss kurz den Bildschirm nochmal auf schwarz schalten. Wir sind jetzt nicht rassistisch hier. Ich überlege gerade, welches... Das Level müsste gewesen sein. Ich weiß nicht, ob es dieses Level unbedingt ist. Aber ich glaube, in dem Level gab es das. Müsste. Sollte. Könnte. Wie auch immer. Wie viele Münzen fehlen uns denn hier noch?
2 nur noch. Okay. Kann sogar sein. Ich werde jetzt erstmal eine Frucht mitnehmen. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das die richtige ist, aber ich nehme... Bananen! Es waren eben auch Bananen, Yoshi. Scherzkeks. Da ist er doch schon, da hinten. Diese blauen Münzen konnten wir... Das heißt, wow, ich fühle mich gar nicht mal so schlecht, weil das heißt, die blauen Münzen konnte ich sowieso noch nicht machen zu dem Zeitpunkt. Es ist nicht die Banane, oder? Fick dich doch einfach. Wow. So. Ihr seht, glaube ich, schon, was wir hier mit Yoshi machen müssen. Will jedenfalls die Birne. Dann geben wir sie ihm auch, wenn er sie will. Warum nicht? Wir zahlen zwar nicht, aber... pst, das ist jetzt nebensächlich. So. Jetzt kann ich, wie viele blauen Münzen überhaupt noch insgesamt fehlen. Ich glaube, 20 ungefähr oder so. Das ist nicht mehr so viel. Und da haben wir ihn auch schon. Wow, dann war das sogar eine Welt, ich kann mir das gerade gar nicht so ganz vorstellen, dann war das sogar eine der Welten, bei der ich sehr gut war in den blauen Münzen. Auch wenn das sonst, auch wenn ich hier in dieser Welt sonst immer sage, wenn ich Wart gespielt habe. Jetzt habe ich mal gesagt. Gut, hier, jetzt fehlt uns noch eine blaue Münze, denkt ihr euch, tja, hast du doch nicht alle gehabt, du Fotzenlutscher. Nein, aber hier gibt es nämlich noch ein Venus, schon wieder. Irgendwie viele. Ja, wobei, ich glaube, die erste, die dritte und die letzte Welt mit Plaza de la Palma. Das sind die einzigen Welten, wo es ein Venus gibt. Also, es ist doch nicht so viel. Zack, 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 zack. Alter, lass mich in Ruhe. Digga. Lass mich in Ruhe. Digga. Digga, kann. Ey, Alter. Diese verdammte letzte Biene kann doch jetzt. Ans Gras beißen, dankeschön. Damit hätten wir auch, ja, zumindest noch 20 Blumenzen. Damit hätten wir auch hier 30 Blumenzen. Die nächste Welt ist damit also. Liebe Serena? Ich weiß es nicht. Bis gleich! In Kapitel 8 von Liebe Serena. Dürften wir die blauen Münzen finden? Denn in Kapitel 8 kann man ja eigentlich... Moment. Scheiße, in Kapitel 8 kann man doch nicht überall hin. Doch, doch, von oben kommen wir doch überall hin. So. Ja, es gibt ja noch eine blaue Münze, zumindest an die ich die ganze Zeit gedacht habe. Aber diese blaue Münze war ja nie da. Jetzt ist mir dann doch eingefallen... Damn, ich bin behindert. Das hat einen ganz einfachen Grund. Bin ich hier richtig? Was ist das hier? Genau hier. Denn ich habe immer hier reingesprüht, in diese Schränke. Hier war es nicht. Aber man muss hier reinsprühen. Schwuel! Schwuel! Ah, Moment mal. 27 blaue Münzen, okay. Trotzdem schwul. Jetzt will ich kurz gucken, ob hier noch eine blaue Münze ist irgendwo. Tatsächlich! Was ist das denn für eine lame blaue Münze? Und die hatte ich nicht. Alter, das gibt's nicht. Jetzt, im Nachhinein, wenn ich hier nochmal ein bisschen rumlaufe und so, fällt mir ein, das ist sau einfach, die blauen Münzen zu finden. Aber ich möchte mich nicht selbst beleidigen, denn immerhin finde ich sie jetzt plötzlich sofort. Wahrscheinlich da dran, damit ich getrollt werde durch mich selbst. Naja. Gut, dann gehen wir wieder nach oben, denn eine blaue Münze fällt mir dann noch ein. Ich weiß nur nicht, wo sie ist. Und die anderen werden wir suchen müssen. So wie im ersten Level die blauen Münzen. Die müssen wir auch mehr oder weniger suchen. So, die haben wir hier schon. Wenn man den tötet, kriegt man nämlich auch normalerweise eine blaue Münze. Der ist auch nur in diesem letzten achten Kapitel verfügbar. Dieser Geist, glaube ich zumindest. Bin ich mir fast schon ziemlich sicher. Denn hier kann man das hier ansprühen. Da kriegt man eine blaue Münze. Da hat man 223. Und hier kann man durch, oder? Ja. Desi, Moment! LOL! Na komm, lass mich durch, du Fotze. Dankeschön. Also mit Fotze meine ich nicht die Tusse, sondern... ja, das Loch. 30, gut. Ah, Moment mal, mir fällt gerade ein, Parco Fortuna kommt ja vor, Lido Sirena. Okay, dann sehen wir uns gleich in Parco Fortuna wieder.
Erzieher leider. Da wären wir also auch schon wieder in Paco Fortuna. Ich würde sagen, wir gehen in Kapitel 8. Und was ich noch sagen wollte, Paco Fortuna kommt eigentlich vor Lido Serena. Das heißt, ich habe da gerade was in der chronologischen Reihenfolge verwechselt. Auch wenn ich das Spiel schon... Nee, das ist nix. Auch wenn ich das Spiel schon so oft gespielt habe. Das passiert also trotzdem noch. Gucken wir erstmal, ob es hier noch was gibt. Vielleicht die Sonnenblume ansprühen. Da kommen Münzen raus, wie lustig. Käfisch? Da kommen Münzen raus, wenn man die ansprüht. Bei der auch, okay. Oh, Yoshi will... Yoshi ist hier draußen? Moment! Okay, dann... Moment, das wird einen Sinn haben, wenn Yoshi hier draußen ist. Ja, ich sehe doch schon, da ist ein... Zum Teufel? Wieso hat der meine Mütze auf? Was? Okay. Ja, ich habe doch schon gerade, was wollte ich sagen, blauen Schmetterling gesehen. Wo waren der jetzt? Okay, hier sind gelbe Schmetterlinge. Stirb. Wo ist der blaue Schmetterling hin? Wo ist der blaue Schmetterling? Damn! Okay, Leute, wir müssen jetzt Ausschau halten. Ihr habt ihn wahrscheinlich schon gesehen und ich bin jetzt zu blöd dazu. Ich dachte, das wäre was anderes, wenn man hier... Da ist er doch! Yay! Das heißt, es fehlt jetzt hier nur noch eine blaue Münze, okay. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht mal schlecht, dass die auch hier draußen ist. Das meine ich auch, ehrlich so. Vielleicht zwei Schmetterlinge, das kann natürlich auch sein. Bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Nein, der schien nicht ins Wasser. Alter, du willst aber nicht abkratzen, oder? Ich guck gerade, ob wir vielleicht noch einen blauen Schmetterling. Es wäre schwer, den jetzt zu finden. Ich denke nicht, dass hier noch einer ist. Es wäre ein Wahnsinnsding. Nee. Wisst ihr was? Ich werde die letzte Blaumünze hier offscreen suchen, glaube ich. Beziehungsweise, wenn ich was Verdächtiges finde, dann schalte ich mich wieder ein. Also, bis gleich, Leute. Okay, Leute, da bin ich wieder. Ich habe lange gesucht. Und dann ist mir wieder eingefallen, die blaue Münze, die ich ewig suche, jedes Mal beim Durchspielen. Dieses rote M. So winzig, so unschuldig an der Seite. Übel böse. Und damit haben wir hier auch 30 Münzen. Als nächstes geht es nach Bayer Paradiso. Für noch 8, what the fuck. So, ich werde euch diese Sucherei jetzt mal ersparen. Ich habe mich offscreen ein Stündchen erkundigt, beziehungsweise gesucht. Und ja, das ist eine einfache Blaumünze im Vergleich zu denen, die sonst noch fehlen. Die gibt es nämlich hier in der Lücke beim ersten Labyrinth. Das sind ja hier mehrere Labyrinthe gewesen, für die es nicht mehr wissen. Im zweiten Kapitel von Bayer Paradiso, hier sind wir hier gerade. Bayer Paradiso, die Welt, bei der mir jetzt hier noch 8 Blaumünzen fehlen. Okay, jetzt sind es noch 7. Hier gibt es noch eine fiese. Eine sehr fiese. Nämlich, wir müssen hier erstmal hochgeschossen werden. Und dann... hier runterspringen. Dann kommen wir zu einem unerreichbaren Platz und finden hier links eine blaue Münze drin. Rechts nur eine normale. Was? Da war doch eine normale. Dann habe ich mich halt geirrt. Wow, hat geklappt. So, dann gibt es hier noch etwas Feines. Kann man so sagen. Ist es das? Ist es das? Ja, das war es. Na super. Geil. Reicht die Zeit noch? Ich weiß es nicht. Zeit noch. Ich glaube fast nicht, dass die Zeit noch reicht, da hoch zu kommen. Oder? Doch, die Zeit reicht.
So, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht direkt wieder runterfallen. So. Also ich kann nicht sagen, diese blaue Münzensucherei ist schon ein Haufen Arbeit. Da könnt ihr mir echt glauben. Wow. So, dann gibt's dort oben noch, also wie gesagt, ich bin die ganze Zeit in Kapitel 6. Was heißt hier, wie gesagt, weiß nicht, ob ich euch das schon gesagt habe. Das Geheimnis der Muschel. Und hier gibt's sie nämlich alle. Die blauen Münzen. Aua. So, nun, hier gibt es ja noch was. Was ich aber vorgeschoben habe. Das hatte ich auch vorher schon gewusst, dass es hier noch was gibt. Aber das hatte ich halt einfach nach hinten geschoben, herausgezögert. Sagen wir es so. Und wieso mache ich hier gerade so viel Blödsinn? Das gibt's nicht. So. So. Was hier? Es war hier. Okay. Also, ich würde euch empfehlen, erstmal das so zu machen, das anzusprühen. Damit das hier alles ein bisschen mehr chillt ist. Und dann nicht runterfallen im besten Fall. Oh, es ist scheiße. Wir sehen uns gleich. So, schon viel besser. Denke ich. Ich bin jetzt einfach von irgendwo anders gesprungen. Ich hoffe, dass viel gechillter ist. So. Und jetzt hier schnellstmöglich langklettern, denn sonst fallen Mario die Arme ab, beziehungsweise dann schafft er es nicht mehr. Das heißt, go Mario, go for gold, beeil dich. Hier. Das hatte ich, wie gesagt, aufgeschoben, weil ich hier einmal war und dann kam ich nicht hin, weil Mario sich fallen lassen hat. Und was geht jetzt ab? Na komm schon, Digga. Digga, chill, Digga. Ah, okay, die Kameraansicht sackt wieder. Das dürfte uns jetzt nicht zu sehr behindern. So. Dann dürften uns jetzt noch zwei fehlen. Vier. What the fuck? Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, hier noch eine Sache. Hier gibt es nämlich noch was drin versteckt. Hier hatten wir zwar schon einmal eine blaue Münze, aber in Kapitel 6, in dem wir uns hier gerade befinden, ist nämlich dann auch die Turbo-Düse hier. Und nochmal was Neues. Denn, wie gesagt, hier gibt es noch zwei Kreise. Ich habe gedacht, die muss man mit dem Boot erreichen, aber nein, das ist es gar nicht. Ich bin so behindert gewesen. Wie gesagt, die Turbodüse brauchen wir dafür. Ich habe nicht gewusst, dass es die hier gibt, wenn man in Kapitel 6 ist. Das ist doof. So, dann werden wir jetzt hier nochmal eben eine blaue Münze verdienen. Jetzt sind sie ja mehr oder weniger geschenkt, weil das ist ja easy. Einfach mal hinzu, dann mit einer Turbo-Düse. Also holen wir sie uns. Zack, gotta catch them all. Und hier gibt es noch etwas. Nämlich, diese Wand reinspritzen jetzt nochmal. Haben wir schon einmal gemacht, aber es gibt hier noch eine weitere blaue Münze, eine fiese. Diese befindet sich hier. Hier gibt es noch einen langen Weg und dort ist eine blaue Münze. Lame shit. Eine weitere blaue Münze fehlt mir noch, aber es hat mir ein Abonnent geschrieben, wo es die gibt. Wir sehen uns. Hier ist sie, die letzte blaue Münze. Ich lag also doch richtig mit der Annahme, dass es hier unter Wasser in Kapitel 8 von Bayer Paradiso 4 blaue Münzen gibt. Ich habe auch nur 3 gefunden. Gehabt im LP direkt. Aber da hatte ich also doch recht. Also Leute, ich kann euch nicht genau sagen, wo sie hier sind, aber hier sind auf jeden Fall 4 blaue Münzen. Also es gibt hier 4 Säulen, auf denen jeweils eine blaue Münze ist. Da bin ich wieder. Ihr seht hier beim Geheimnis der anderen Seite, Kapitel 5 in Plaza de la Palma, gibt's hier eine Seite im Pilz mit ganz vielen blauen Schmetterlingen. Das sind einfach nur so asoziale blauen Münzen. Ich suche mir hier den Arschwund. Und ich glaube, die anderen zwei blauen Münzen habe ich auch schon. An einer erinnere ich mich nämlich wieder und an eine andere, glaube ich, habe ich. Aber ich habe es noch nicht gemacht. Nämlich ein Kapitel 3, rette den Bürgermeister. Wir sehen uns dort. Okay, Leute, nach langem Failen. Wenn man den Dreck weg wieder hat beim rette den Bürgermeister, also Kapitel 3 hier in Plaza de la Palma, dann gibt's noch hier so einen Honk, der gerettet werden möchte. Dann rette ich den jetzt.
Mal, würde ich sagen. Komm schon. Und der redet dann. Na, dankeschön, du bist so geil, Alter, das für einen Dicken. So. Und was noch lächerlicher ist. Ist das hier? Und jetzt habe ich ein Problem. Mir fehlt noch eine blaue Münze in Plaza del Palma. Ich habe jedes Kapitel durchgesucht. Von vorne bis hinten und es nicht gefunden. Und das ist schwul. Das heißt, entweder es kommt gleich noch oder nicht. Werdet ihr sehen. Ja. Wie verdammt scheiße asozial können Entwickler bitte sein? Ich habe die letzte Münze gefunden, mehr durch Zufall, in Kapitel 4, also Level 4, Ketten und Katastrophe von Plaza del Palma. Gibt es die letzte blaue Münze und man muss nämlich das hier machen. Das Schild ansprühen. Also langsam zweifle ich echt an, ja, an den Menschen allgemein. Entwickler, ihr könnt mir mal derbe die Nille kraulen, ihr verdammten Behinderten.